Das Wort hat jetzt der Kollege Dr. Gregor Gysi von der Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren, über die Verabschiedung des Grundgesetzes und die Gründung der Bundesrepublik Deutschland kann man nicht sprechen, wenn man nicht wenigstens ein oder zwei Sätze zu der vorangegangenen Zeit sagt. Die Gründung eines neuen Staates wäre ja nicht erforderlich gewesen, wenn die deutsche Gesellschaft, wenn das deutsche Volk das Naziregime verhindert hätte. Aber es hat existiert von 1933 bis 1945 und nicht nur seine Methoden waren verbrecherisch in einer bis dahin nie gekannten Art und Weise, sondern dieses Regime hatte auch ausschließlich verbrecherische Ziele, keine anderen. Und insofern sage ich noch einmal, der 8. Mai 1945, das müssen wir endlich alle begreifen, war ein Tag der Befreiung. Egal wie er aussah, es konnte nur auch ein Tag der Befreiung sein. Und dann war Deutschland besetzt, unter anderem und zuerst von vier Siegermächten. Und die Frage war natürlich, was soll jetzt geschehen? Ich glaube, dass die deutschen Politiker in Ost und West nicht die Geduld der Österreicherinnen und Österreicher hatten. Denn Österreich war auch von vier Mächten besetzt. Aber sie sind ein Land geblieben. Von Konrad Adenauer stammt ja der Satz, lieber das halbe Deutschland ganz als das ganze halb. Und die im Osten dachten genauso. Ich glaube, die vier Mächte hätten gar nichts machen können, wenn wir alle gesagt hätten, nein, wir gründen nur einen Staat zusammen. Wie hätten sie das verhindern sollen? Aber wir hatten diese Geduld nicht. Was wäre eigentlich daran so schlimm gewesen, wenn wir diesen Weg zusammengegangen wären? Gut, wir wären nicht in der NATO gewesen und im Warschauer Vertrag wie Österreich. Na und, kann ich nur sagen, ich sehe daran keine Katastrophe. Vielleicht hätten wir auf die Art und Weise die Spaltung verhindern können. Nachdem sie da war, Sie dürfen nicht vergessen übrigens, zuerst ist die Bundesrepublik Deutschland ohne den Osten gegründet worden und erst danach die DDR. Und nachdem die vier Mächte das alles natürlich mitgetragen und mitorganisiert hatten, da waren sie sich einig, den Kalten Krieg hier zwischen beiden deutschen Staaten auszutragen. Und machen wir uns nichts vor. Wäre es zu einem dritten Weltkrieg gekommen, existierte heute Deutschland nicht mehr. Das war zwischen ihnen verabredet und dann gab es Politiker auch wieder in Ost und West, die das erkannten und versuchten zu verhindern. Und es ist ja gelungen. Wenn wir darüber reden, dann müssen wir auch sagen, dass die Besetzung Ostdeutschlands durch die Sowjetunion doch ein Zufall war. Stellen Sie sich einmal vor, die sowjetischen Truppen wären anders gelaufen und wären in Bayern einmarschiert. Dann wäre aus Bayern eine Art DDR geworden. Und Herr Ramsauer würde heute die Kompliziertheit seiner Biografie erklären und wir würden alle leicht arrogant zuhören. Das ist die Wahrheit. Was ich nicht mag, und das will ich damit sagen, was ich nicht mag, wenn jemand, der nur in der Bundesrepublik Deutschland gelebt hat, einer ehemaligen Bürgerin oder einem ehemaligen Bürger der DDR erklärt, wie er in der DDR gelebt hätte, wenn er dort gelebt hätte. Er kann es eigentlich nicht wissen und sollte einen gewissen Grad an Bescheidenheit diesbezüglich an den Tag legen. Das Grundgesetz ist zweifellos eine hervorragende Verfassung. Und es erstaunt mich auch, wie tief zwei Sätze aus dem Grundgesetz im Denken und Fühlen der Menschen verankert sind. Fast jeder zweite Brief, den ich bekomme, zitiert entweder den einen oder den anderen Satz. Der eine Satz ist, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und der zweite Satz ist, Eigentum verpflichtet und soll zugleich dem Allgemeinwohl dienen. Immer wieder kommen diese Sätze vor. Das kriegt keiner mehr raus. Und selbst wer heimlich darüber nachdenken würde, diese Sätze zu streiten, dafür wird es, glaube ich, in Deutschland niemals eine Zweidrittelmehrheit geben, sodass das ausfällt und auch gar nicht gestattet ist. Heute ist natürlich der zweite und der erste Satz sind nach wie vor von großer Bedeutung. Beide Sätze beschreiben doch keinen Ist-Zustand. Nie kann eine Gesellschaft behaupten, das sei verwirklicht. Aber es muss ein Ringen darum geben. Und in den letzten Jahren gab es mir zu wenig Ringen darum, die Würde des Menschen wirklich für unantastbar zu erklären und die Eigentumsverpflichtung herauszuarbeiten, eine soziale Eigentumsverpflichtung herauszuarbeiten. Das Gegenteil haben wir in der Krise erlebt. Das Grundgesetz unterstreicht die politischen und demokratischen Grundrechte sehr deutlich. Die sozialen Rechte werden weniger betont. Dazu ist ja hier auch schon einiges gesagt worden. Aber wir müssen in der Geschichte weitergehen. Die Mauer fiel friedlich. Die deutsche Einheit kam zustande friedlich. Das ist ein großes Verdienst und ein großes Glück in unserer Geschichte, woran wir früher überhaupt nicht geglaubt hatten. Trotzdem sage ich,
Seitdem gibt es einen ungeheuren Fortschritt für die ostdeutsche Bevölkerung, denn sie lebt in Freiheit und Demokratie, was sie vorher überhaupt nicht kannte. Es war eine Zäsur in der Geschichte, aber die Einheit erfolgte leider durch Beitritt, nicht durch eine neue Verfassung, nicht durch Vereinigung. Es gab zwei Mängel, die sich bis heute auswirken. Es gab vielleicht mehrere, aber zwei, die mir wichtig sind. Eine Ursache, dass wir immer noch gesellschaftlich gespalten sind, sehe ich darin, dass die ostdeutschen Eliten in Kultur, Wissenschaft und anderen Bereichen nicht am Einigungsprozess beteiligt, sondern abgewickelt wurden. Und die zweite Ursache sehe ich darin, dass das westdeutsche System 1:1 auf den Osten übertragen wurde und Erfahrungen, die dort existierten, nicht berücksichtigt wurden. So nahmen viele Westdeutsche die Einheit zwar erfreut zur Kenntnis, aber sie konstatieren, dass es seit der Einheit auch im Westen wirtschaftlich und sozial bergab geht. Schuld daran, glauben viele, sei der Osten, der Milliarden erhalte, ohne dass sich die wirtschaftliche Lage dort und im Westen verbessere. Obendrein seien die Ostdeutschen zum Teil auch noch unzufrieden und wählten komisch. Letzteres passiert zunehmend auch im Westen, sodass wir uns diesbezüglich schon vereinigen. Aber die gegenwärtige Krise beweist, dass die Thesen zur Wirtschafts- und Soziallage falsch sind. Der Sozialabbau im Westen und auch im Osten erfolgt doch nicht wegen des Ostens, sondern überall wegen der gigantischen Umverteilung von unten nach oben. Und genau die muss gestoppt und umgekehrt werden. Nach 19 Jahren, das ist ein Problem, sind die Renten im Osten noch um 15% im Durchschnitt niedriger als im Westen. Die Löhne durchschnittlich ein Drittel niedriger bei gleicher Arbeit und längerer Arbeitszeit. Und der Niedriglohnsektor umfasst 41% im Osten und im Westen 19%. Die Arbeitslosigkeit ist doppelt so hoch. Das größte kulturelle Defizit liegt in der häufigen Missachtung ostdeutscher Biografien. Und geradezu symbolisch und massiv kommt dies in der Ausstellung 60 Jahre Bundesrepublik Deutschland zum Ausdruck. Die Geschichte der DDR wird nicht als Teil der deutschen Geschichte begriffen. Kein Bild, keine Plastik von einem Maler oder Bildhauer der DDR. Nicht von John Hartfield, nicht von Wolfgang Mattheuer, nicht von Fritz Krämer, nicht von Oskar Niemeyer-Holstein, nicht von Jo Jastram, nicht von Bernhard oder Johannes Heisig, nicht von Hartwig Ebersbach, nicht von Willi Sitte, nicht von Werner Tübke, nicht von Albert Ebert, Giesen, nicht von Wieland Förster, nicht von Arno Mohr. Das ist nicht vertretbar. Ja, das war genauso einseitig. 60 Jahre Grundgesetz, 60 Jahre Bundesrepublik Deutschland. Lassen Sie mich noch eins sagen. Meine Generation hatte Schwierigkeiten mit dem eigenen Land. Das lag an der Geschichte vor 45, mit der umzugehen so kompliziert war. Ich habe aber zur Fußball-Weltmeisterschaft eine neue Jugend kennengelernt, eine neue junge Generation, auf die ich meine Hoffnung setze. Ich glaube, die wollen keine Nation mehr unter sich haben und auch keine über sich und damit einen Traum Brechts erfüllen. Ich glaube, dass diese junge Generation die Teilung unserer Gesellschaft überwindet. Sie wird deutsch, aber auch europäisch und vor allem weltbürgerlich sein.